Aber wir werden heute nur aushöhlen, glaube ich. Also den richtigen Ausbau, das machen wir dann nächstes Mal oder wann auch immer. So, hier ist die Treppe. Das heißt, wir werden dann den Gang hier machen. Ja, das müssen wir alles etwas höher legen. Ja, wir müssen den Weg dann doch ein bisschen höher legen, ja. So ist das nun mal. Bauen wir das nochmal hin. Dann müssen wir hier doch die Treppe. Können wir nachher wieder wegtun da. So, was haben wir hier? Wir machen hier den genau, machen wir das in der Höhe. Ja, so. Und dann gehen wir hier nämlich hoch und nicht runter. Ach, ist das alles kompliziert. Diesen Treppen und so weiter. Aber wir wollen es ja nicht anders haben. Wir spielen das ja, aber was gern spielen, Minecraft. So, wie viel höher ist das jetzt? Wir müssen noch eine Treppe, zwei Treppen, drei Treppen hoch. Wie viel haben wir? Zwei haben wir. 61 haben wir. Gut, dann nehmen wir die. Also 1. Zwei. Drei. Oha, was haben wir hier? Ach, das ist die... ja, das ist die andere. Der andere Knackpunkt. Das ist nämlich unser Gewächshaus. Ah, das wird alles etwas enger hier. Gut, dann machen wir das halt so, dass wir hier... können wir hier noch Treppe hinmachen. So, dann ist das jetzt aber ordentlich und endgültig, oder? So, hier noch Licht hin. Und hier unten haben wir dann den Durchgang. Lassen wir die Treppe erstmal so offen. Ja, und jetzt müssen wir einfach nur hier aushöhlen. Und dann sehen wir, wie... wo ist es jetzt? Da oben ist die Sonne, ist noch heller Tag. Müssen wir einfach aus der Höhe aushöhlen hier. Hier wird dann noch zugemacht. Da ist die Treppe. Müssen wir vielleicht noch mit Sandstein machen. Sehen. So, und wir bauen es dann hier durch. Und das wird auch ein schöner fester Boden hier. Ja, hier wird es so einige Sachen geben, so einige Durchblicke. Oha, so.
legen wir hier frei, von denen wir noch gar nichts wussten. Oder von denen ihr nichts wusstet. Ich habe das ja schon mal testweise. Habe ich noch Schaufeln? Nee. Testweise in einer Kopie gemacht. Allerdings in dieser Kopie so. Moment. So, das war Nisa. Ich habe das hoffentlich jetzt dann nachträglich rausgeblendet und rausgeschnitten. Die sind bei mir nämlich immer ordentlich heftig. Na, geht gleich wieder los. So, dann machen wir hier mal den Fußboden rein. Erstmal provisorisch vielleicht. Hier kommt dann noch Sandstein hin oder wie auch immer. Das ist auch so eine alte Treppe. So, das wird also alles Gefängnisgelände dann hier. Ausgehöhlt. Ich muss doch eine Schaufel haben. Was ist das eigentlich für ein Gang? Ach, hier sind wir. Ah, faszinierend. Dann kann ich von hier aus auch dann ins Gefängnis. Sehr schön. Diese wusste ich gar nicht mehr, dass ich den mal gebaut hatte. Habe ich ganz vergessen. Da kommt man ja dann hier in dieses, sozusagen den Laufgang hinter der Mauer. Und da kommt man dann hier ins Theater rein und ins Lager. Da müssen wir auch nochmal, der Gang sieht noch nicht so schön aus. So, was wollte ich haben? Ich wollte eine Schaufel haben. Oder zwei. Stöcke haben wir genug. Fackeln werden auch nicht schlecht. Da haben wir ja hier ordentlich Fackeln. So, kann ich mich schon hinlegen? Nein. Dann machen wir uns mal Schaufeln. So, dann geht's wieder Richtung Gefängnis. Ja, können es noch nicht hinlegen, ist klar. Habe ich das Bett dabei? Nee, es steht irgendwo rum. Wo denn? Gehe ich mal hier rum. Auf irgendeinem Zwischenabsatz. Da nehme ich es dann wieder mit. Damit ich mich dann im Gefängnis, wenn man so will, hinlegen kann. Ach nee, das stand ja draußen. Genau, es stand ja draußen. Den Treppenabsatz da irgendwo. War das hier? Nee. Noch höher. War das hier? Ja, da hinten steht das Bett. Ich sehe es schon. Genau. Also, wo, bei welchem Thema waren wir? Beim Adolf. Er meint natürlich nicht den Vornamen. Ist klar. Sondern er meint Adolf Hitler, ob ich da was zu wüsste, ob ich da was zu erzählen könnte. Ja, natürlich kann ich was zu Adolf Hitler erzählen, auch wenn ich ihn nicht selbst erlebt habe. Aber es gibt ja aus der Zeit schon Tonaufnahmen, ne, und Fernsehaufnahmen, sodass man also alles sich angucken kann, was man möchte und was aufgezeichnet wurde über ihn. Er hat Bücher geschrieben oder ein Buch, Mein Kampf, das ist ja ganz bekannt, auch wenn es hier in Deutschland verboten ist. Vielleicht kann man das ja irgendwo
online lesen, keine Ahnung. Wenn man es denn unbedingt lesen möchte. Aber es ist nicht so sehr wichtig, was er geschrieben hat und was nicht, sondern was er gemacht hat. Und er hat natürlich war ein sehr begabter, muss man schon sagen, Redner. Na? Also seine Reden reißen auch den neutralen Beobachter in irgendeiner Art und Weise mit.